Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mir ist vollkommen unverständlich, warum wir unser aller Leben nicht mehr nach den Gesetzmäßigkeiten und Regeln ausrichten, die in der Oper gelten. Wir wollen uns mal folgende Situation vorstellen. Durch göttliche Eingebung haben wir die Lottozahlen erhalten. 6 richtige plus Zusatzzahlen. How much is this? I have no earthly idea. Allerdings hatten wir diese Eingebung 5 Minuten vor Abgabeschluss. Und der Weg zur Abgabestelle dauert 4 Minuten. Wir haben jetzt 2 Optionen. Option A, wir rennen los wie die Bekloppten. Oder Option B, wir knutschen erstmal mit unserer Liebsten rum eine Minute lang und machen uns dann auf den Weg. Für welche Option würdet ihr euch entscheiden? Wer Option A gewählt hat, ist wahrscheinlich Sachbearbeiter bei einer Kfz-Zulassungsstelle in Bottrop oder Königs Wusterhausen oder Pirmasens. Und das ist ja auch okay. Die richtige Antwort lautet aber natürlich Option B. Jedenfalls, wenn man in Mantua lebt und zum Personal der Oper Rigoletto gehört. Der Herzog von Mantua, der in dieser Oper keinen Vornamen hat, weswegen ich ihm jetzt einen gebe, sagen wir Horst. Herzog Horst hat es also endlich geschafft, bei Rigolettos Tochter Gilda zu landen, die allein zu Hause ist. Es kommt zu einem ersten Treffen, das äußerst zufriedenstellend verläuft. Blöderweise kommt er seine Tochter, ansonsten streng bewachende Rigoletto, jeden Moment vom Zigarettenholen zurück. Er kann gleich um die Ecke biegen. Und wenn er die beiden in Flagranti ertappt, dann war es das mit der jungen Liebe. Was also ist zu tun? Kurzer Abschiedskuss und dann ab durchs Fenster oder 25 Mal Adio singen und dann gehen. Die richtige Antwort liegt auf der Hand. Das erste Video ist bereits der positive Höhepunkt dieser Zusammenfassung. Erstens, weil es Untertitel gibt, sehr praktisch. Und zweitens, weil hier eine der Situationen angemessene Dringlichkeit und Leidenschaft spürbar wird. Adio, speran, speran, adio, adio, speran, speran. Klar gibt es auch in diesem Moment hier, gerade vorhin so die klassische Duetthaltung, aber immer wieder durchbrochen durch echte Spannung, echte Leidenschaft, gefällt mir sehr gut. Als Kontrast hierzu ein vom Liebesglück berauschtes Paar, bei dem die zwischenmenschliche Chemie nicht so deutlich wird. Vor allem nicht bei dem Herzog, dessen Mimik, Gesichtsausdruck eher botoxhaft wirkt. Irgendwie glaube ich es denen nicht so ganz, vor allem dem wirklich wunderbar singenden Herzog. Irgendwas stimmt da nicht. Toll gesungen, muss ich schon sagen. Aber der Kuss rettet es jetzt auch nicht mehr. In den nächsten beiden Beispielen wurde mehr Wert auf die Kostüme des Herzogs gelegt, als auf die Sichtbarmachung der Kostüme. In diesem Beispiel, das wir jetzt gleich hier sehen, wurde meiner Meinung nach
so viel Zeit damit verbracht, die Edelsteine auf den Wams des Herzogs aufzunehmen, dass einfach keine Zeit mehr für Regie blieb. Toll, ha? Diese Rubine, die hier so Millionen wert wahrscheinlich. Und auch bei unserem nächsten Beispiel ist der schlankmachend längs gestreifte Anzug des Herzogs der eigentliche Hauptdarsteller. Zwar nehmen beide, wie wir sehen werden, gleich vorschriftsmäßig die Opernhaltung 17b ein, Abschnitt Duett, aber richtige Spannung kommt da auch nicht auf. Da kann auch der Knutschfleck nicht mehr helfen, den der Tenor dem armen Sopran am Schluss verpasst. Das ist die von mir erwähnte Opernhaltung 17b, nicht? Also, ja, klar. Erstaunlich, wie man mit so viel Inbrunst singen kann und es kommt einfach nichts rüber außer Dezibel. Also ist schade. In unseren nächsten drei Beispielen ist die eigentliche Hauptdarstellerin eine Angestellte im Hause Rigolettos. Hier tritt sie zwar erst ganz am Ende auf, stiehlt dem Herzog und Schilder aber Kaugummi kauend souverän die Show. Da sieht man mal wieder, es kommt nicht auf die Größe der Rolle an, sondern was man daraus macht. In dieser Inszenierung versucht die wackere Hausangestellte im wahrsten Sinne des Wortes Licht in die Szene zu bringen. Dumm nur, dass ihre Lampe lediglich 3,5 Watt hat, da kann sie nicht viel ausrichten, ist aber trotzdem eine willkommene Ablenkung des doch sehr statischen Bühnengeschehens. Addio, addio, ich finde das ein echtes Verbrechen der Regie. Die beiden, die da singen, Gilda und Herzog, sind sicher großartig und sie singen zum Steinerweichen. Warum macht man nichts mit denen? Warum hilft man nicht denen? Ich finde es so gemein, böse Regisseure. Und hier eine meiner Lieblingsszenen. Zum einen haben wir es mit einem typischen Beispiel der komisch verzweifelten Alten zu tun und zum anderen findet der arme Tenor am Schluss nicht die Tür für seinen Abgang. Er glaubt, sie sei linksseitig angeschlagen. Das ist echt Pech. Thank you.
Abschluss die kurioseste aller Vorstellungen. Der Herzog ist hier eine Art zugerauchter Faun und Gilda eine eigenartig beklemmende Kindfrau. Bei beiden hat man den Eindruck, sie wissen selbst nicht, wie sie hierher gekommen sind und worum es überhaupt geht. Der Höhepunkt ist, wenn der Herzog am Schluss seine Klampfe nimmt, noch einmal lässig winkt und dann wegschlurft. Keine Frage, Verdi wäre begeistert gewesen. Ich hätte so viele Fragen. Warum schupft der Herzog Gilda erst darüber? Was ist das für eine Bewegung? Was soll das? Wo hat der seine Perücke her? Und warum hat er so einen Lorbeerkranz auf dem Kopf? Ich finde alles sehr verwirrend, aber großartig. Fantastisch, wie hier die Ekstase deutlich wird, nicht? Wie sie auf die Knie gehen und dann, na gut. Müssen wir uns nochmal anschauen. Es ist einfach zu schön, nicht? Und achten Sie bitte darauf, nicht nur wie lässig der Herzog ist, sondern wie lässig er auch statt nach oben einfach nach unten sinkt und den Sopran die ganze Arbeit machen lässt. Toll. Von diesem da unten herumgestehe, bin ich ganz außer Atem gekommen. Ich jedenfalls habe gelernt, dass es sich nicht lohnt, hinter jeder Straßenbahn herzulaufen oder das Ablaufdatum der Milch zu kontrollieren. Trinke ich den Kaffee halt schwarz und singe 25 Mal Adio. Wo ist das Problem? Und das solltet ihr auch tun. Wir können noch so viel von der Oper lernen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.